Bei der modalen Analyse mit einem Impulshammer gibt es grundsätzlich zwei Methoden. Bei der Roving Accelerometer Methode bleibt der Hammer immer an der gleichen Stelle und bringt seine Anregung in das Objekt, während der Beschleunigungssensor immer wieder an neue Positionen gesetzt wird. Alternativ kann man auch die Roving Hammer Methode verwenden, die in diesem Video erklärt wird. In diesem Fall bleibt der Beschleunigungssensor immer an der gleichen Stelle kleben und dient als Referenz, während der Hammer die einzelnen Anregungspunkte durchläuft. Zur Durchführung einer modalen Analyse benötigt man zunächst einmal ein Frontend, einen Impulshammer und einen Beschleunigungssensor. Die Sensoren werden am Frontend angeschlossen. An dem angebundenen Rechner starten wir in der Artemis Suite unter dem Reiter Datenakquisition die Methode Roving Hammer. Hier vergeben wir zunächst einmal einen Projektnamen und können danach die Messung beschreiben. Wenn vorhanden, können dann auch Modelldaten eingelesen werden. Daraus ergeben sich dann automatisch die Anzahl und die Lage der zu messenden Punkte. Die verwendeten Sensoren können per Drag and Drop ganz einfach mit den entsprechenden Kanälen verbunden und ihre Funktion geprüft werden. Die korrekte Lage des Referenzsensors kann einfach optisch mit dem Modell abgeglichen werden. Die Qualität der Hammerschlagsmessungen hängt entscheidend von den korrekten Analysevoreinstellungen ab. Deswegen werden diese in der Software anhand von Probeschlägen automatisch optimal auf das Messobjekt abgestimmt. Somit erhalten auch unerfahrene Nutzer auf Anhieb saubere Messergebnisse. Während der Datenakquise folgen wir einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Artemis Suite sagt uns, welcher Punkt nun als nächstes in welche Richtung zu klopfen ist, sammelt die Daten auf, analysiert sie und mittelt diese zusammen. Und weiter geht's zum nächsten Punkt. Dabei wird jeder einzelne Schlag einer Qualitätskontrolle unterzogen. Gab es einen Doppelschlag? War der Schlag zu feste oder zu leicht? Und war er ausreichend kohärent, um verwendet werden zu können? Alles das wird automatisch auf Wunsch von der Artemis Suite überprüft und überwacht. Durch diese Komfortfunktion entfällt auch der zweite Ingenieur, der ansonsten nur stumm vor dem Bildschirm hockt, um die Messschläge zu prüfen und zu bestätigen. Mit einem Klick können wir die gemessenen Transferfunktionen dann in ein 3D-Modell überführen. Die gefundenen Moden können so plastisch visualisiert und analysiert werden. Auf diese Weise werden die Schwachstellen des Testobjektes schnell deutlich und es lassen sich gezielte Verbesserungsmaßnahmen ableiten.